Das Schiff landete am Kontrollpunkt inmitten eines Tals aus weißblauem Stein. Als der Truppentransporter dem Boden näher kam, wirbelte er eine große Menge silbernen Sand auf. Sturmtruppen prüften das gesamte Gelände, als der Transporter eine Reihe von Arbeitern aus allen Ecken der Galaxis, Aliens als auch Menschen offenbarte, die sich der Ersten Ordnung im Gegenzug für Essen und Sicherheit hingegeben hatten. Als die Truppen die Arbeiter in Richtung der Waffendetektoren brachten, fiel einer von ihnen besonders auf. Sein Blick wanderte von links nach rechts, dann von oben nach unten. Nahezu akribisch untersuchte er jede kleinste Ecke. Es war Finn. Kontrollpunkt! Haltet euch bedeckt! Einer der Arbeiter, versteckt unter einer Kapuze, nickte. Vor den Türen staute es sich ein wenig. Schnell fingen die Aliens an, sich untereinander in dutzenden Sprachen zu beleidigen. Finn stieß aus Versehen gegen einen von ihnen. Hey! Was soll das werden? Wow! Hey! Kein Stress, okay? Der Drovianer griff nach Finns Hals. Er hob ihn hoch, die Zähne knirschend. Hilfe! Hilfe! Der kapuzierte Mann stellte sich zwischen sie. Ganz ruhig, Kumpel. Der Mann holte einen dreieugigen Pektofisch aus seiner Ledertasche, die er unter seiner Robe trug. Ja, ich kann mit dir nichts anfangen. Der Drovianer musterte den Fisch. Im gleichen Moment, in dem er sich den Fisch schnappte, fiel Finn zu Boden. Währenddessen schien die Hand des Mannes in Richtung eines Blasters zu schweifen,